Gut gemacht. Danke. Überschön. Ich fange dort an, wo ich anfangen muss. Und zwar bei der Ewe. Ich habe sie, ich kenne sie seit 50 Jahren ungefähr. Eine tolle Frau, die zwei Söhne hat und eine ganz tolle Kinderärztin gewesen ist. Und vor 2,5 Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen. Und dann habe ich ja später, also 2 Jahre ist das her, hat mich dann Peter angerufen und hat mir diese Sache erzählt von der Ewe. Da bin ich sehr erschrocken und habe mir gedacht, wenn ich sie heute sehen werde, nach so einer langen Zeit, wo sie nie mehr weggegangen ist, was ich wunderbar finde, dass sie das heute gemacht hat und sich gewagt hat, unter die Menschen zu trauen. Sehr aufdringlich sind und es oft zu viel ist. Wie sie damit fertig wird, weiß ich nicht, aber es schaut so aus, sie wird es. Und dass ich sie heute nach so langer Zeit, nach 2 Jahren wieder gesehen habe und gewusst habe, was ihr passiert ist, dass eigentlich ihr Körper weg ist, dass ihre Sprache weg ist, dass alles weg war, was es überhaupt gibt, dass sie nur mehr eine Seite hatte, die sie bewegen konnte, bin ich heute so beglückt gewesen, als ich sie gesehen habe und habe mich so gefreut, muss ich ehrlich sagen, dass ein solcher Mensch aufgestanden ist und gegen diese Krankheit angekämpft hat, wo Ärzte eigentlich machtlos sind. Dass sie eigentlich eine ganz große Würde wieder gewonnen hat, trotz aller ihrer nicht mehr vorhandenen Möglichkeiten, wie sie damit umgeht, dass sie hergegangen ist und plötzlich eine Linkshänderin wurde, was man sich nur mal vorstellen muss. Es gibt Leute, die nie mehr mit links etwas können, wenn sie nie links waren. Und anfängt zu zeichnen, irrsinnig zeichnet, ohne je eine Radiergummi zu brauchen. Und Peter hat das gesehen und ihr Mann, muss ich sagen, wirklich ganz, ganz großes Kompliment, was eigentlich blöd ist, weil Kompliment ist immer so eine merkwürdige Floskel. Eigentlich müsste ich ihm sagen, Peter, du bist wirklich ein ganz großartiger Mensch. Du hast vieles von deinem Leben geopfert bzw. hergegeben, um deiner Frau zu helfen. Und seine Hingabe, die man eigentlich gar nicht mehr als Liebe bezeichnen kann, sondern eigentlich etwas Himmlisches war, was er ihr gegeben hat, ihr sehr, sehr geholfen hat, glaube ich. Und diese Zeichnungen ihr Leben gezeigt, ohne uns zu sagen, ich muss euch zeigen, wie gut ich zeichnen kann, sondern es spricht aus ihrem Körper, aus ihrer Seele, aus ihrem momentanen Zustand, den sie eben hat und den sie uns vermittelt hat in diesen Zeichnungen, wie es ihr geht, wie es ihr nicht so gut geht. Und eigentlich finden wir sie immer nur in diesen Zeichnungen drinnen, was ich wunderbar finde. Nachdem sie aber so gut ist, nachdem sie auch, glaube ich, immer besser wird, wird sie ihren Mann überrunden, der auch Maler ist. Ich glaube bestimmt, dass sie eines Tages ganz tolle Bilder machen wird und dass wir alle noch staunen werden über so eine wunderbare, einmalige Frau. Danke.